herzlich willkommen zum Tagesorakel. Heute am 29. September. Ich freue mich, dass ihr dabei seid heute am Dienstag und wir schauen mal, was die erste Karte ist. Ja, man soll auf sein Inneres achten. Regardez à l'intérieur de vous. Also hier tut sich etwas auf. Du hast ganz viele Schätze innen drin, die du rausholen willst und die natürlich auch gesehen und gehört werden wollen. So, wir schauen für die einzelnen Elemente von Herzen gerne. Beginnend bei dem Element Feuer. Das sind die Sternzeichen Widder, Löwe und Schütze. Ein Treffen, ein bisschen ein langweiliges Treffen mit dem Baum dabei. Es ist immer ein bisschen langweilig, ja, muss ich dazu sagen. Aber es kommt zu einem Treffen, eine Gesellschaft, aber es bringt dich jetzt nicht wirklich voran. Also es ödet dich eher ein bisschen an, aber es wird ein vitaler, ruhiger Dienstag, also überhaupt keine Schwierigkeit. Für die Erdelemente, also Stier, Jungfrau, Steinbock, da haben wir die Katze und die Schnecke dabei. Also ein mystischer, magischer Moment kommt, aber du bist heute auch ein bisschen zäher. Letzter Schwenntag, vielleicht einfach nochmal so ein bisschen den Energieverlust. Es wird in jedem Falle aufwärts gehen. Ja, die Liebe hat Hochkonjunktur bei den Luftzeichen, Zwillinge, Waage und Wassermann. Hier sind tolle Liebesgespräche dabei und schöne Botschaften. Also hier geht es absolut voran. Ein bisschen Unsicherheiten haben heute die Krebse, Skorpione und Fische. Vielleicht auch nochmal im beruflichen Bereich etwas, was dir nicht ganz so passt oder gelingt. Aber auch hier sieht man doch ein ganz gutes Vorankommen. Also es wird insgesamt ein ganz guter Tag. Packt eure Ängste, eure Befürchtungen weg und ich wünsche euch einen energetischen Dienstag.